Oh, fuck, ey. Ich glaube, ich habe 3 Stunden geschlafen die letzte Nacht. Moin Leute, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zum Video. Ich möchte mit euch heute über Battlefield 6 reden und auch ein bisschen über Battlefield 5. Ich habe mich nämlich gefragt, wie viel Battlefield 5 wird es noch in Battlefield 6 geben? Ich meine, das ist ja der direkte Vorgänger und normalerweise ähneln die sich immer ein bisschen. Also der Vorgänger und das Nachfolgerspiel. In der Battlefield-Reihe ist das normalerweise so. In diesem Fall allerdings könnte das Ganze jetzt doch anders sein, weil Battlefield 5 ist halt leider etwas unbeliebt. Bei den Spielern, sowohl auch bei den Entwicklern. Es war jetzt nicht gerade der finanzielle Mega-Erfolg, sage ich jetzt mal. Und ja, bei den Spielern, man hat halt wenig Support oder nur schlechten Support im Spiel gegeben und dementsprechend ist es relativ schnell, naja, ich sage jetzt mal, das Interesse an dem Game abgeflacht, mal vorsichtig formuliert. Ich muss hier aber trotzdem mal eine Lanze für Battlefield 5 brechen. Das Spiel war vom Grunde her gar nicht mal so schlecht. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich hatte zum Beispiel persönlich sehr viel Spaß auch mit Battlefield 5. Ich habe, glaube ich, weit über 1000 Spielstunden gehabt. Ich habe es wirklich auch gesuchtet, eine Zeit lang. Und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Das war wirklich geil. Warum war es denn nicht schlecht? Weil so der Grundaufbau eigentlich sehr solide war. Die Waffen haben sich gut angefühlt. Das Movement war gut. Auch ich fand die Time to Kill, auch wenn DICE das irgendwie anders gesehen hat, eigentlich echt super. Und insgesamt, es wurde auch gar nicht so, also so habe ich das zumindest empfunden, in der Anfangszeit gar nicht so schlecht angenommen. Nur halt, wie schon gesagt, der Support war halt einfach grottig. Dementsprechend hatte das Spiel nie so eine wirkliche Chance. Das sieht man auch gut hier am Gameplay, das ich euch im Hintergrund reingeschnitten habe. Das ist, glaube ich, ein 53 zu 3 auf Provence Squad Conquest. Mega geiler Modus übrigens, probiert den mal aus. Viele spielen ja immer nur Conquest. Also Battlefield 5 konnte auch durchaus Spaß machen. Sehr viel Spaß sogar. Nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass in Battlefield 6 sehr wenig Battlefield 5 stecken wird. Das liegt zum einen erst einmal ganz stumpf an der etwas längeren Zeit, die zwischen den beiden Titeln liegt. Zwischen Battlefield 1 und Battlefield 5 lagen 2 Jahre. Jetzt zwischen Battlefield 5 und Battlefield 6 werden dann 3 Jahre liegen. Zum anderen wird Battlefield 6 auch in einer ganz anderen Zeit spielen als Battlefield 5. Battlefield 5 war ja Zweiter Weltkrieg. Battlefield 6 wird höchstwahrscheinlich jetzt moderne sein, also so Neuzeit halt. Dementsprechend werden die beiden Spiele sich auch von der Optik sehr stark unterscheiden. Die ganzen Soldatenmodels werden anders aussehen. Es wird ganz andere Waffen geben. Es wird ganz andere Fahrzeuge geben. Es wird zum Beispiel hoffentlich, was ich persönlich auch sehr hoffe, mal wieder Attack-Helis geben. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Es gibt auch Gerüchte, dass es generell viel düsterer werden wird vom Setting her. Also dass es insgesamt viel mehr Schwarztöne geben wird, viel mehr alles so ein bisschen grau und trist etc. Zusammengefasst, es wird sich optisch sehr stark wahrscheinlich von Battlefield 5 unterscheiden. Der letzte und wichtigste Fakt ist wohl, dass Battlefield 5 an sich halt kein Erfolg war. Die Entwickler haben damit nicht besonders viel Geld verdient, es wurde nicht gut angenommen, es hat auch wenig Spieler generiert, dementsprechend gibt es auch gar keinen Grund, also aus Entwicklersicht besonders viel von Battlefield 5 ins nächste Battlefield zu übernehmen. An sich ist das auch alles voll okay. Ich meine, Battlefield braucht einen Neuanfang. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und da ist es gut, wenn man möglichst wenig Altballast aus vorigen Titeln mitnimmt. Doch ein paar kleinere Dinge, die in Battlefield 5 sehr gut waren, könnte man durchaus aus meiner Sicht übernehmen. Zum Beispiel einmal das Squad Reviven. Das Squad Reviven ist halt, dass man als Squadmate immer einen anderen Squad Reviven kann, auch wenn man selber kein Medic ist. Das ist zum Beispiel extrem geil und habe ich in Battlefield 5 extrem gefeiert. Oder auch Squad Conquest als Modus, finde ich persönlich auch sehr nice. Schneller, kleiner Infanteriemodus. Es gäbe auch viele Ideen und Konzepte, die in diesem Battlefield nicht so gut geklappt haben, aber eventuell im nächsten Battlefield sehr gut funktionieren könnten, wenn man sie halt weiterentwickelt, wenn man diesen Gedanken, den man hat, einfach weiterentwickeln würde. Das beste Beispiel dafür ist Firestorm. Ich finde, Firestorm ist von der Grundidee ziemlich geil gewesen. Also, dass da so ein riesiger Feuerring langsam sich verkleinert und die ganze Map so langsam zermalmt, das ist super geil. Und viel geiler als zum Beispiel in Warzone dieses komische Giftgas oder in Fortnite dieses blaue Licht oder so. Man muss halt dieses Konzept besser umsetzen. Man braucht ein besseres Loot-System. Man braucht ein Squad Revive-System. Man braucht aus meiner Sicht etwas mehr Spannung auf der Map, ein paar mehr Events, was weiß ich, vielleicht auch ein Shop wäre super. Also alles das, was jetzt gefehlt hat in Battlefield 5, wenn man das in Battlefield 6 besser machen würde, dann würde das, denke ich mir, ganz sicher sehr gut ankommen, so ein Modus. Also man kann da schon noch viel mitnehmen aus Battlefield, aber man muss halt auch die Lehren daraus ziehen, aus dem, was halt nicht gut gelaufen ist, aus den Fehlern, die man gemacht hat, und das dann versuchen, im nächsten Battlefield wesentlich besser zu machen. Und ich bin eigentlich auch sehr optimistisch, dass sie das schaffen werden. Ich glaube daran, dass sie aus ihren Fehlern lernen und ich glaube auch daran, dass dieses Battlefield viel runder und auch viel fertiger sein wird, als es Battlefield 5 es gewesen ist. Was ist eure Meinung dazu? Was sollten sie aus Battlefield 5 in Battlefield 6 übernehmen? Was ist euch besonders wichtig? Schreibt es in die Kommentare. Zusätzlich würde ich mich freuen über ein Like oder gegebenenfalls auch ein Abo. Es wird hier auf diesem Kanal ab sofort regelmäßig Battlefield-Content geben. Ich bin der Toki, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und tschüss!